Moin zusammen. Ja, nach gefühlt Monaten der Feuchtigkeit und nassen Schiffen ist es jetzt seit 2 Tagen endlich mal so trocken, dass ich an Lackieren denken kann. Ich schleife hier das, was ich schon mal lackiert habe, diese Landungen hier nochmal kurz an. Und dann kriegt die Mumi ihre erste Schicht. Alles geputzt, jetzt ist es staubfrei. Erst mit so einem Bettlaken und dann mit einem Staubbindetuch. Das müsste reichen. Jetzt haben wir 12 Uhr, ich habe noch 2-3 Stunden Zeit in der Sonne hier zu lackieren. Und heute Nacht wird es nicht kälter als 7-8 Grad. Das ist also okay. Kann man also auch im Winter mal ran. Ja, jetzt hole ich mir einen Becher Epiphanes und dann geht's los. Guter Pinsel und ab dafür. Podcast wird gehört zwischendurch. Mache ich eigentlich immer, wenn es nichts zu überlegen gibt. Fest und flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Weihnachten zu Hause heißt die Folge. Gerade war Herr Drosten zu Besuch da. Das ist ein total lustiger Typ. Denkt man gar nicht. So, wie viel Terpentinersatz muss da nur rein? Weiß ich auch nicht. Mache ich nach Gefühl. 10-25%, sowas in der Größenordnung, je nachdem, wie es draußen ist beim Streichen. Darf sich jedenfalls nicht anfühlen wie Honig, darf aber auch nicht sofort weglaufen. Also irgendwo dazwischen. Ja, die Mumie ist geschafft. Erste Schicht ist drauf. Das ist ganz gut geworden. Vielleicht bleibt das Wetter ja noch ein paar Tage so. Dann schaffe ich die Jacaranda auch noch vor Weihnachten. Ansonsten zwischen den Tagen oder nächstes Jahr. Wer weiß, was wird und wann wir sie überhaupt wieder brauchen in den komischen Zeiten. Also Daumen drücken, bleibt gesund, schöne Weihnachten und bis bald hoffentlich. Tschüss.